Heute geht es in meinem Heilpflanzen-Video um eine Pflanze, die die Chinesen einfach Zao, Gras nennen. Und wie nennen sie? Bambus. Woher der Name Bambus kommt, was es mit dieser Pflanze auf sich hat und vor allem, was es mit diesen Dingen hier auf sich hat, die heute hier um mich rumstehen, darum geht es in diesem Video. Und damit willkommen zu einem neuen Video aus meiner Heilpflanzenreihe. Wundert euch nicht, wenn ich dieses Outfit hier morgen wieder anhabe. Ich habe einfach die Videos schnell an einem Tag gedreht. Und ich hoffe auch, dass mich das nicht ablenkt, dass ich hier nebenbei ein Fußballspiel laufen habe. Und wie gesagt, das Video aber unbedingt noch heute fertig haben will, weil ich ja auch noch ein paar Ausflüge mache, die ihr dann verpassen werdet, wenn ihr diesen Kanal nicht abonniert. Also abonniert unbedingt diesen Kanal. Das schon mal eingangs. Heute soll es um Heilpflanzen gehen und bevor wir in das eigentliche Video, wo es um den Bambus geht, einsteigen, lese ich euch erstmal den obligatorischen Einleitungstext vor. Ja, warum mache ich das Ganze hier überhaupt? Ich bin der Meinung, dass in einer Welt, in der Umweltschutz und Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnen, auch die Bedeutung von Heilkräutern wieder wichtiger wird, weil die Nutzung von Heilkräutern Teil eines nachhaltigen und umweltbewussten Lebensstils sein kann. Zudem ist durch eine Vielzahl an Skandalen das Vertrauen in die klassische Medizin, die leider vielfach nur noch auf synthetische Stoffe schwört, stark gebrochen, sodass es wieder wichtiger wird, zu wissen, was man mit Heilkräutern und gesunder Ernährung alles bewirken kann. Und genau das soll Ziel dieser Reihe hier auf meinem Kanal sein und das ist auch der Bezug zur Raum- und Umweltplanung. Am Ende dieses Videos wird auch wie am Ende jedes anderen Videos, das bereits in dieser Reihe erschienen ist, eine Playlist erscheinen, wo alle Videos drinstehen, die bereits hier in dieser Reihe erschienen sind. Und jeden Samstag um 8 Uhr, sofern ich das zeitlich schaffe, wird ein Video aus dieser Reihe hier auf meinem Kanal erscheinen. Und wenn es mal nicht klappt, dann könnt ihr das immer schön bei Twitter nachlesen. Aber kommen wir nun zum Bambus. Ich hatte eingangs versprochen zu erklären, woher der Bambus im Deutschen seinen Namen hat. Und das geht auf eine Legende zurück. Und zwar wird erzählt, dass ein Weltenbummler aus Europa mit Leuten auf den Philippinen, also mit Einheimischen dort, gemeinsam ein Lagerfeuer gemacht hat. Und wenn man eben Bambus in einem Feuer verbrennt, dann stehen ganz ohrenbetäubende, laute, knackende Geräusche. Und dieser Weltenbummler soll in seinem Tagebuch reingeschrieben haben, Bambu, diese zwei Wörter, um das Knacken zu beschreiben. Und daraus hat sich hier in Europa das Wort Bambus, beziehungsweise im Englischen Bambu, entwickelt. Ob die Geschichte jetzt stimmt, weiß ich nicht. Auf Chinesisch heißt der Bambus, wie gesagt, Zao. Bei dem Namen ist aber auch egal, was letztlich seine ursprüngliche Bedeutung ist oder woher er kommt. Wichtig ist, wofür kann man Bambus letztlich einsetzen. Zunächst erstmal zur mythologischen Bedeutung. In der chinesischen Mythologie spielt der Bambus eine sehr herausragende, besondere Rolle. Er gilt dort als Symbol für Lebenskraft, Elastizität, Stärke und Ausdauer. Zudem ist sehr auffällig, dass der Bambus der einzige Baum war, der neben dem Ginkgo den Atomanschlag die Atombombe in Hiroshima überlebt hat. Was ihm zeigt, dass es eine sehr robuste, sehr stabile Pflanze ist. Deshalb werden hier eben auch diese besonderen Eigenschaften zugesprochen, weil schon die Menschen vor Urzeiten diese besondere Bedeutung erkannten. Ihr kennt sicherlich auch die Geschichte, dass der Bambus, egal in welchem Boden man ihn pflanzt, er wächst immer raus, er sucht sich immer seinen Weg. Da ist er noch krasser als der Löwenzahn. Tatsächlich wird Bambus aufgrund seiner Stabilität und Elastizität in vielen asiatischen Ländern als besonderes Baumaterial geschätzt und auch entsprechend genutzt. Und er ist eben auch ein sehr schnell nachwachsender Rohstoff. Man kann in kürzester Zeit unfassbar viel Bambus pflanzen, schneller als andere Holzsorten, die es gibt. Und das Entscheidende dabei ist, dass er in sehr kurzer Zeit, in wenigen Monaten, von wenigen Zentimetern der kleinen Pflanze mehrere Meter erreichen kann. Und deshalb ist er auch so gefährlich und soll sogar von den Japanern im Zweiten Weltkrieg gegen amerikanische Soldaten als Foltermethode benutzt worden sein.
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei Bambus um eine sehr schnell nachwachsende Ressource handelt, ist Bambus auch als nachhaltiger Stoff sehr bedeutsam. So bekommt man viele wichtige nachhaltige Produkte heutzutage auch aus Bambus. Und er wächst auch hier bei uns. Man könnte also auch hier bei uns Bambuswälder pflanzen. Und zwar habe ich hier zum Beispiel Taschentücher aus Bambus, die sind aber noch verschlossen. Und die sind eben aus Bambus hergestellt. Und das Tolle ist, die sind sogar waschbar. Man kann sie wiederverwenden. Zum Thema Produkte wiederverwenden verlinke ich euch mal oben in den Infokarten auch noch ein Video, das ich letzte Woche hochgeladen habe. Oder was diese Woche? Ist egal, aber was ich neulich vor kurzem hochgeladen habe. Dann habe ich hier auch noch weitere Bambustaschentücher, die man nicht wiederverwenden kann. Aber sie sind immerhin nachhaltiger als das normale. Und dann habe ich hier eine Rolle mit den Küchentüchern aus Bambus, die ich verwende. Wer neulich das Video, was ich oben verlinkt habe, geschaut hat, der weiß das sicherlich. Das sind wiederverwendbare Bambus-Küchentücher. Und ich lese mal vor, was hier an besonderen Eigenschaften steht, warum das so besonders nachhaltig ist. Bambus ist eine umweltfreundliche, natürliche und nachhaltige Ressource. Bambus ist das am schnellsten wachsende Gras und kann an einem Tag bis zu 1,6 Meter wachsen. Bambus ist von Natur aus antibakteriell, antimikrobiell, beständig gegen Schimmel und geruchsabweisend. Bambus ist hypoallergen und somit auch für Allergiker geeignet. Bambus benötigt keine Pestizide und kann komplett organisch angebaut werden. Bambusfasern können 5-mal mehr Flüssigkeit aufnehmen als Zellstoff aus Holz. Die Bambusfasern können, wie ich sagte, nach dem Waschen sogar noch mehr Flüssigkeit aufnehmen und noch weicher werden. Also sie sind noch besser, wenn man sie gewaschen hat. Und Bambusfasern sind extrem strapazierfähig und langlebig. Ja, kauft euch also Bambusfasern und sonst nichts anderes, wenn ihr Dinge braucht, mit denen ihr etwas sauber machen wollt. Oder andere wiederverwendbare Dinge. Das ist wirklich nur zu empfehlen. Es ist gut für unsere Umwelt, ja, und gut für alle Menschen. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Das hat uns Corona gezeigt. Nur wenn wir uns weiterentwickeln und progressiver werden, wird sich die Welt auch zum Positiven verändern. Naja, wie dem auch sei, kauft euch, wie gesagt, Bambus, denn ich habe es ja vorgelesen, warum er so besonders ist und so nachhaltig. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video hier gemacht habe. Und das geht auch mal ein bisschen über die Heilpflanzenthemen, die ich sonst hier in dieser Reihe habe, hinaus. Natürlich hat der Bambus eine heilende Wirkung. Ich habe ja schon auch vorgelesen hier, er ist antimikrobiell, antibakteriell, geruchsabweisend und hypoallergen. Er ist zusätzlich aber auch ein wichtiges Heilmittel und sehr hochwertiges Lebensmittel. Vor allem bekannt ist er hier im europäischen Raum als Bambussprossen. Man kann ihn aber auch in vielerlei andere Art und Weise zu sich nehmen. Die im Bambus enthaltene Kieselsäure ist gut für das Stütz- und Bindegewebe des Menschen. Zudem enthält Bambus über 200 Wirkstoffe, darunter auch viele Flavonoide und Antioxidantien. Zudem kann als Flüssigkeit Tee oder Tinktur zubereitet werden und ist dann auch einsetzbar gegen Blutstillung bei Asthma und bei Lepra. Und das schon seit Jahrtausenden in der alten, traditionellen chinesischen Medizin. Dann hilft er außerdem, besonders wenn man ihn als Tee zu sich nimmt, gegen Krämpfe, Nervosität und Bronchitis. Zudem ist er ein in der alten, traditionellen chinesischen Medizin vielfach eingesetztes Aphrodisiakum. Das heißt, geht in den Asialaden bei euch in der Stadt und kauft euch Bambus. Geht in den Unverpacktladen, kauft euch Bambus. Wir müssen Europa bambusifizieren, sag ich jetzt einfach mal. Wenn ihr keine weiteren interessanten Videos zu den Themen Nachhaltigkeit und Medizin verpassen wollt, dann abonniert, wie gesagt, diesen Kanal und gebt mir, wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und vielleicht sieht man den ein oder anderen von euch ja demnächst mal in einem Bambuswald. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen
und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao!